fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran, sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks, gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts, doch irgendwann klappt es dann. Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere, Paula und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran. Ich bin heute auf Makalali. Makalali ist ein Wildtierreservat. Ich zeige euch mal kurz, wo genau das ist. Südafrika ist 8700 Kilometer von Deutschland entfernt. Wenn man diese Strecke zu Fuß zurücklegen wollen würde, dann bräuchte man ungefähr ein Jahr. Das ist also eine riesen Strecke. Und diese riesen Portion Obstsalat, die ich gerade verdrücke, wäre für den Riesen, den ich euch heute vorstelle, genau, in etwa so viel wie diese kleine Rosine hier. Na, seid ihr schon gespannt? Dann kommt jetzt mit. Am Elefanten ist echt alles mega groß. Selbst das, was hinten rauskommt, das sind hier kleine Fußbälle. Da kommt Claudia. Claudia ist Rangerin, also das heißt, sie ist eine echte Wildtierexpertin. Super. Mensch, da hast du ja schon die erste Spur gefunden. Ja, die ersten Fußbälle. Da kann man so sagen, ne? Riesenhaufen. Ja, das ist jetzt schon mal das erste Zeichen. Hier waren Elefanten. Die erste Spur. Die erste Spur, genau. Und sollen wir uns mal näher angucken? Ja, sehr gerne. Ja, komm, lass uns mal die Finger einstrecken. Wenn es da was zu sehen gibt. Du siehst ja, wie du schon gesagt hast, das ist groß und rund wie ein Fußball. Mhm. Wenn du jetzt näher guckst, okay, und du kannst es in die Hand nehmen. Ja, weißt du was? Ich mach das sogar, weil ich das okay finde, weil die ja Pflanzenfresser sind. Ganz genau. Ein Elefant, was frisst der genau? Blätter, Gräser, Rinde. Genau, Rinde und Äste auch. Und wenn du hier jetzt genau reinguckst, dann siehst du das hier. Hier sind kleine Äste drin. Stinkt schon so ein bisschen, ne? Ja. Aber das ist super, weil das sagt uns, der Elefant war hier, das ist alles noch ganz feucht innen drin, das stinkt noch, das ist alles noch nicht lang her. Also eine heiße Spur. Eine heiße Spur sozusagen. Mhm. Wenn es ganz frisch wäre, steckst du den Finger rein, dann wäre es sogar wirklich noch heiß. Warm. Genau. Ja, okay. Oh, ja, super. Und weißt du was? Hast du es eben gesehen? Das hat sich bewegt. Das ist mir unheimlich. Ja, das sollte dir auch unheimlich sein. Was hat sich denn da bewegt? Nämlich jemand unten drunter. Wenn wir hier jetzt gucken, kann ich dir auch einen kleinen Ball rauszaubern. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ist es von einem Babyelefanten? Ha? Denkst du? Nee. Hast du schon mal was von Mistkäfern gehört? Ja, genau. Klar, gibt's die haben wir auch hier auch. Die brauchen wir auch, weil die Käfer nehmen diesen Dung auseinander. Wie? Die drehen die. Okay, der sitzt da, als würde jemand töpfern und dreht es schön zusammen und dann sucht er sich eine Freundin und am Ende legen sie die Eier innen rein und dann sind die Eier sicher für nächstes Jahr. Und wenn die Babys irgendwann rauskommen, haben sie sogar noch was zu essen. Guck mal, das hier ist ein echtes Mistkäfernest. Du, das ist aber viel größer als der Mistkäfer selber, oder? Auf jeden Fall. Das ist 8 oder 10 Mal größer wie so ein Mistkäfer. Hat er sich ein echtes Haus gebaut? Also, dann mache ich noch mal ein Foto. Ich bin mir sicher, dass wir den Kollegen hier noch finden. Du siehst, da geht's nach unten runter. Ich finde sehr gut, dass du suchst. Ja, ne? Und da ist er. Ich habe ihn gefunden. Ja, zeig ich ihn. Da ist er. Oh, der ist echt eigentlich sogar ganz hübsch. Darf ich den anfassen? Der ist super schön. Der ist echt schön. Schüttel ihn mal ein bisschen. Komm, ich mach dich mal ein bisschen sauber. Wow. Das sieht aus wie ein Geweih. Schaut mal. Das benutzt der Käfer als Säge. Er zerkleinert damit den Elefantenmist. Komm, wir haben ihm sein Haus weggenommen. Das tun wir jetzt wieder schön zurück. Ich will ja dem Mistkäfer sein Nest nicht wegnehmen. Wir verlassen alles wieder so, wie wir es vorgefunden haben. Absolut. Wir versuchen da so wenig Einfluss auf die Tierwelt zu nehmen wie möglich. Gut. Aber du hast gesagt, es ist eine relativ frische Spur. Ganz genau. Können wir weiter gucken? Ja, logisch. Wir gehen jetzt los und gucken weiter. Sehr gut. Dann lass uns gehen. Während Claudia und ich nach weiteren Spuren suchen, gibt's für euch schon mal die ersten Infos. Elefanten sind Giganten.
Alles an ihnen ist groß. Die Ohren, die Stoßzähne, der Rüssel und die stämmigen Beine. Elefanten werden über 3 Meter hoch und sind damit die größten Landsäugetiere der Erde. Wer so groß ist, bringt auch ordentlich was auf die Waage. 6 Tonnen kann ein Elefant wiegen, so viel wie ein Lastwagen. Weil Elefanten nur Grünzeug fressen, müssen sie den ganzen Tag futtern, damit sie satt werden. Wählerisch sind sie nicht. Sie nehmen, was sie kriegen. Blätter, Gräser, Sträucher, aber auch Wurzeln und Früchte. Sie sind nicht zimperlich, wenn es darum geht, an Futter heranzukommen. Gefressen wird meist in den frühen Morgenstunden und dann wieder am Nachmittag, bis tief in die Nacht. An die 20 Stunden am Tag sind sie damit beschäftigt. In dem Rüssel steckt enorm viel Kraft. Gleichzeitig ist er auch sehr feinfühlig, wie unsere Hände. Deshalb können Elefanten damit auch Gräser ausrupfen oder sich gegenseitig sanft berühren. Die grauen Riesen sind untereinander sehr zärtlich. Beim Trinken funktioniert der Rüssel wie ein Saugrohr. 15 Mal am Tag taucht der Elefant seinen Rüssel ins Wasser. Dabei kann er etwa 10 Liter Wasser einsaugen und sich ins Maul schütten. Damit kommt ein Elefant locker auf 150 Liter am Tag. So viel passt in eine Badewanne. Für die Körperpflege greift der Elefant zum Schlammwasser. Das wird unter dem Bauch und auf den Rücken gespritzt. Die Matschpampe schützt die Tiere vor stechenden Insekten und Sonnenbrand. Elefantenhaut ist sehr dick. Fast 10-mal so dick wie unsere. Haut muss man pflegen, das gilt auch für die grauen Riesen. Zum Beispiel mit einer Sanddusche. So werden Insekten und abgestorbene Haut weggeraspelt. Halla, guck mal da. Siehst du die Fußstapfen hier im Sand? Nein, sind das Elefantenspuren? Das sind Elefanten. Hier sind unsere Elefanten. Wahnsinn. Boah, das ist ja riesig. Und wo sind die jetzt längst gelaufen? Kann man das erkennen? Also, die sind von da drüben gekommen und sind hier entlang gelaufen. Woher weiß ich das? Aha. Okay, das ist dasselbe, wie wenn wir laufen. Überleg mal, du setzt deine Ferse runter. Ja. Und wenn du deinen Fuß abrollst, machst du hier vorne so eine kleine Macke rein. Ah. Und jetzt guck mal hier. Ja. Das siehst du genau. Das kann man der Elefant sehen. Kam mit seiner Ferse. Hier geht das ganze Gewicht Stimmt. runter. Deswegen ist es hier ganz schön platt. Platt gedrückt. Und hier vorne, tuff. Ah, und Claudia, was ist das? Da sind so Spuren drin. Das sind diese hauchdünnen Striche, die du siehst. Geh mal runter, guck mal. Dreh mal deine Hände um. Das sind im Grund wie deine Fingerabdrücke. Du hast hier auch Linien. Ich verstehe. Das hat der Elefant auch. Also man könnte dem Elefanten aus dem Fuß lesen. Ganz genau, im Grunde ja. Und anhand dieser Linien kannst du ihn auch verfolgen und kannst diesen einen Elefanten von dem anderen Elefanten auseinanderhalten. Super. Weil jeder hat seine eigenen Fingerabdrücke, Fußabdrücke in dem Fall. Im Gegensatz zu den Furchen beim Elefanten sind die Linien an meinen Fingern richtig mickrig. Ich zeige euch jetzt mal, wie riesig dieser Abdruck im Verhältnis zu meinem Fuß ist. Ja? Wer so riesige Abdrücke hinterlässt, der kann sich doch nicht verstecken. Wie soll denn das gehen? Claudia hat schon die nächste Spur. Ein Zweig? Hier fehlt die Rinde. Ganz genau. Ist abgeknabbert. Und das machen die Elefanten. Die zupfen das ab und dann ziehen sie sich durchs Maul und ziehen dabei die Rinde runter. Die frische Rinde von den jungen Zweigen. Ganz genau. Die Elefanten haben noch mehr Spuren hinterlassen. Schau mal hier in den Baum. Fällt dir dabei was auf? Ja. Hier, die Rinde ist hier dunkler. Hm? Die Rinde ist hier dunkler. Und weißt du, was das ist? Nee. Das ist Schlamm, das ist Lehm. Ah, okay. Hier in der Nähe ist ein Wasserloch. Und die Elefanten sind da hingegangen und haben sich so richtig schön mit Schlamm eingesprüht, um ihre Parasiten loszuwerden. Und dann fingen sie an, sich hier dran zu schubbern. Alles klar. Alle Zecken und Mücken weg. Guck mal, hier schubber ich mich, ja? Und der Elefant schubbert sich da oben. Claudia, jetzt würde mich schon interessieren, wie groß der ist. Ich habe ein Maßband dabei, aber wie kommen wir hoch? Markus, darf ich deine Mikrofonangel haben? Na, natürlich. Super. Klasse. Wie hoch ist die? 2,50 Meter. 2,50 Meter, alles klar. Dann halte ich es bis oben ran. Und Claudia misst mit dem Maßband. Der Elefant ist doppelt so groß wie ich.
Markus, darf ich dir die zurückgeben? Der Elefant hat seine Spuren am Baum hinterlassen und ich auch gleich. Claudia markiert meine Größe. In dem Fall ist der Elefant größer. Kleines bisschen. Dann weiß der nächste Elefant, der sich hier schubbert, Paula war da. Und ich gehe jetzt weiter suchen. Ha? Alles klar. Wir fahren kreuz und quer durch die Savanne. Claudia weiß zwar, wo gestern eine Elefantenherde war, doch das bringt uns leider nichts. Denn diese riesigen Tiere sind echt gut zu Fuß. Sie können an einem Tag 90 Kilometer weit marschieren. Also zum Beispiel von München bis zu den Alpen laufen. Wir würden für diese Strecke 2 bis 3 Tage brauchen. Immer noch nicht zu sehen. Obwohl? Zum Glück bist du bei mir, Claudia. Ja, brauchst keine Angst haben, du. Claudia hat gut reden. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass wilde Tiere unberechenbar sind. Aber Claudia lebt schon lange hier und kennt sich mit Elefanten aus. Die wollen uns jetzt so ein bisschen ausspionieren und gucken, was wir hier machen. Claudia? Es ist alles in Ordnung. Okay, also es kann uns nichts passieren. Die sind mit sich selbst eigentlich beschäftigt. Oh, guck mal, was machen sie jetzt? Die kämpfen so ein bisschen. Hier geht es im Moment gerade darum, wer eigentlich der Stärkere ist. Jetzt gurgeln sie? Ja, das nennen wir Rumbling. Das ist so ein ganz tiefes Rrrr. Damit unterhalten die sich. Das ist denen ihre Sprache. Die können sich auch über Fußstapfen unterhalten. Also das hört und spürt ein Elefant, auch wenn er weit weg ist. Die Vibration. Die Vibration, ja. Ganz genau. Aber meistens unterhalten sie sich über dieses Rumbling. Und das ist denen ihre Sprache. Der sagt jetzt wahrscheinlich, ey, hau mal ab hier. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Das ist mein Baum. Das sind ja nur 2, oder? Das sind nur 2 hier im Moment, ja. Wir haben hier 2 Jungs. Du, aber es sind doch eigentlich Familientiere. Ja, Elefanten leben normalerweise in der Familie. Das sind Mamis mit den Babys. Ja. Aber wenn die Babys irgendwann größer sind, das heißt, wenn die männlichen Elefanten so um die 20 Jahre alt sind, aha, dann verlassen sie die Herde. Die müssen auch mal irgendwann ihre eigenen Wege gehen, wie bei uns Menschen im Grunde ja auch. Mhm. Und dann sind die oft ganz alleine unterwegs oder die finden auch einen Kumpel und bleiben dann zu zweit unterwegs. Eine Junggesellengruppe, ja, sozusagen. Ganz genau. Okay. Du, und wenn wir jetzt rausgehen würden aus dem Auto und zwischen die beiden kommen würden, das wäre gefährlich, oder? Das wäre schon gefährlich. Ja. Also es sind immer wilde Tiere, ja, die sind unberechenbar. Ja. Du weißt nie genau, was jetzt in der nächsten Sekunde passiert. Aber wenn der eine den anderen mal mit dem Stoßzahn so richtig in den Popo piekst, kann das natürlich sein, dass der auch krantig wird und dann direkt zu uns kommt. Und dann aufs Auto zusteuert. Ganz genau. Okay. Und dann sagt, was macht ihr überhaupt hier? Und hau doch mal ab! Genau. Guck mal, die Wimpern. Der hat so lange Wimpern. Das ist total schön. Ja, die haben ganz tolle Augen und die Wimpern. Und die haben eigentlich Haare am ganzen Körper. Ja. Wenn du mal richtig nah an einen Elefanten rankommst, kannst du das sehen. Das ist ganz toll. Die sind alle so 4-5 cm lang, diese Haare. Zum Schutz? Zum Schutz und auch zum Spüren. Ich meine, wir haben ja auch Haare eigentlich auf unserer Haut. Und wir können damit den Wind spüren, wenn der vorbei weht. Und das ist bei denen genauso. Guck mal ganz genau hin. Da sieht man auf jeden Fall sehr gut, dass das ein Elefantenbulle ist. Jetzt weiß ich auch, was ein Elefant den lieben langen Tag so treibt. Immer am Futtern. Jetzt haut er ab. Tschüss. Ciao, Elefant. Was machen wir jetzt? Naja, wir könnten uns jetzt eigentlich auch mal den Baum direkt vor uns angucken. Den Baum? Ja. Ja. Hat der Sturm umgestoßen, oder? Tja, das würdest du jetzt so denken. Aber das war der Elefant. Nein. Ja. Wirklich? Ja. Wahnsinn, der Elefant hat so viel Kraft, dass er so einen großen Baum umstoßen kann. Das muss ich mir genauer ansehen.
Also, das hier ist Marula. Und die kannst du daran erkennen, dass die Rinde ist wie Cornflakes obendrauf. Die kannst du im Grunde so ein bisschen runterziehen. Und dann hast du wie diese Cornflakes. Ah, ja, schön knusprig. Genau. Könnten wir das essen? Nee, das würde uns nicht schmecken. Nur. Das wäre zu trocken für uns. Okay. Aber der Elefant will eigentlich auch nicht die äußere Rinde fressen. Die ist zum Schutz des Baumes da. Das ist die Haut des Baumes sozusagen. Ganz genau. Die schützt den Baum nach außen hin. Die Elefanten, die sind eigentlich scharf auf das Rote hier unten drin. Alles klar. Genau. Und das schmeckt so ein bisschen süßlich. Das ist sozusagen wie eine Süßigkeit für den Elefant. Wie Schokolade. Ganz genau. Das sind wie Bonbons. Cool. Aber wo sind jetzt unsere Elefanten? Haben die sich etwa einfach aus dem Staub gemacht? Weit und breit kein Elefant mehr. Aber weißt du was? Ich habe vorhin am Funkgerät gehört, dass in der Nähe noch eine Elefantenherde ist. Sollen wir mal schauen, ob wir die finden? Oh ja, auf geht's! Also Hopp, dann lass uns gehen. Auf geht's! Während wir jetzt die Herde suchen, gibt's für euch noch ein paar Infos. Weibliche Elefanten werden Kühe genannt. Sie leben in einer Herde mit ihren Schwestern, Töchtern und den Jungen. Das sind die Kälber. Da gibt es eine klare Rangordnung. Chefin ist die sogenannte Leitkuh. Sie weiß, wo es Wasser und Nahrung gibt und bestimmt, wie sich die Herde in gefährlichen Situationen verhalten soll. Deshalb ist immer die erfahrenste Kuh die Anführerin. Die Kühe einer Herde kümmern sich liebevoll um den Nachwuchs. Ein Elefantenbaby bleibt meist in der Nähe seiner Mutter. Doch sie ist nicht die Einzige, die auf das Kleine aufpasst. Alle Kühe beschützen das Junge und helfen dabei, es großzuziehen. Denn das Kalb wäre sonst eine leichte Beute für Raubkatzen. Bei den Riesen dauert alles ewig. Sie vermehren sich nur langsam. Eine Kuh bringt nur alle 4 bis 5 Jahre ein Junges zur Welt. Davor ist sie 22 Monate lang trächtig. Das ist die längste Trächtigkeit im Tierreich. Ungewöhnlich ist auch die Stelle, wo die Zitzen bei der Elefantenkuh sitzen, nämlich vorne, direkt hinter den Vorderbeinen. Fast 3 Jahre wird das Kalb von seiner Mutter gesäugt. In der Herde lernt das Junge alles, was es fürs spätere Leben braucht. Das ist besonders für die männlichen Elefanten, die Bullen, wichtig, denn sie verlassen später ihre Familie und sind dann ganz auf sich allein gestellt. Beim spielerischen Rangeln messen die Bullen ihre Kräfte. So lernen sie ganz nebenbei wichtige Kampftechniken. Bislang waren wir leider noch nicht erfolgreich. Keine Elefantenherde in Sicht. Es ist schon Nachmittag und in gut 3 Stunden wird es schon dunkel. Die Fahrt ist trotzdem super. Es gibt viel zu sehen. Gnus. Impalas, das sind afrikanische Antilopen. Und Giraffen. Nur die Elefanten lassen auf sich warten. Aber Claudia hat noch was anderes für mich. Das sieht ja toll aus. Schön, ne? Ja, voll. Das sind die Endausläufer der Dragonsberge. Aha. Aber man nennt sie die Drachenberge, weil es sieht ja wirklich aus, als würde ein Drache am Horizont liegen. Stimmt, wie ein liegender Drache. Ganz genau. Ja. Naja, jetzt haben wir einen Drachen gefunden, aber immer noch nicht unsere Elefantenherde. Fahren wir weiter? Fahren wir weiter. Die finden wir gleich. Claudia ist fest davon überzeugt, dass wir die Herde heute noch finden. Ich hoffe, sie hat recht. Tierforscher müssen ganz schön viel Geduld haben. Wir sind hier in einem riesengroßen Wildreservat. Da ist es nicht so einfach, die Tiere zu finden, die man sucht. Chiki hat im rechten Ohr hat sie ein Loch und Chiki hat auch ein Halsband um ihren Hals. Ah, die das hat ein Senderhalsband, dass man sie orten kann. Ganz genau. Da ist das ganz Kleine. Ja. Elefanten benutzen Geräusche und Düfte, um sich miteinander zu verständigen. Sie haben uns vermutlich schon gerochen, noch bevor wir sie gesehen haben. Dafür können sie aber mit ihren kleinen Augen nur ganz schlecht sehen. Dieser Elefantenbulle ist ein Mast. Du siehst, neben dem Auge hat er eine Drüse. Und durch diese Drüse
verliert er eine Flüssigkeit. Daran kann man erkennen, dass er in Mast ist. Das heißt, jetzt würde er sich fortpflanzen wollen in dieser Zeit. Da hast du recht. Und er begleitet die Herde jetzt, um eigentlich eine Frau zu finden. Ganz schön groß, Paula. Hm? Das muss ich festhalten und in meinen Blog stellen. Sind wir spannend für die Elefanten? Auf jeden Fall, weil wir riechen doch anders. Und Elefanten riechen mit ihrem Rüssel extrem gut. Na, viel besser wie unsere Hunde. Wundert mich nicht, ja, weil man so eine lange Nase hat. Damit muss man ja gut riechen können. Guck mal, Claudia, der schmeißt Sand auf seinen Rücken. Ganz genau. Der will uns jetzt im Moment zeigen, hey, ich bin größer wie ihr. Der macht jetzt also so eine Staubwolke um sich rum, damit er auch ein bisschen lustig, gefährlicher aussieht. Weil er ist natürlich jetzt auf der Suche nach der richtigen Frau und er könnte uns auch als Konkurrenz sehen. Deswegen will er uns gleich mal zeigen, kommt nicht zu nah ran. Okay. Ich bin eh größer, aber wir sind ganz ruhig hier stehen geblieben und somit hatte er kein Problem mit uns. Also man muss schon vorsichtig sein, wenn man Elefanten in einer freien Wildbahn begegnet. In Südafrika habe ich Elefanten gesucht. Zuerst bin ich über einen ihrer riesigen Haufen gestolpert. Da drin lebt ein Mistkäfer. An diesem Baum hat sich ein Elefant in über 3 Metern Höhe den Schlamm abgescheuert. Ein Größenvergleich. In dem Fall ist der Elefant größer. Kleines bisschen. So ein riesiges Tier kann sich doch nicht verstecken. Trotzdem hat es gedauert, bis ich endlich meinen ersten Elefanten sehen konnte. Es sind die größten Landsäugetiere der Erde. Sie sind sehr neugierig, können zwar nicht gut sehen, aber dafür umso besser riechen und hören. Wir kennen 25 verschiedene Laute, mit denen sich die Dickhäuter unterhalten. Und ich habe gelernt, dass nur männliche Elefanten, die Bullen, alleine unterwegs sind. Die Kühe, die Weibchen, leben in einer Herde zusammen. Da sieht man auf jeden Fall sehr gut, dass das ein Elefantenbulle ist. Auch Elefanten naschen gern. Der umgestoßene Baum, der Süßigkeitenvorrat. Und ein super Aussichtspunkt, um nach den Dickhäutern zu suchen. Das war der Höhepunkt. Eine Herde in freier Wildbahn. Lange bevor wir sie sehen konnten, haben sie schon mit ihren Füßen die Erschütterung von unserem fahrenden Auto gespürt. Das war ein toller Tag. Wir sind auf dem Rückweg und haben einen riesigen Kohldampf. Denn im Gegensatz zu den Elefanten haben wir uns keine Zeit zum Essen genommen. Elefanten fressen zwischen 16 und 20 Stunden am Tag. Die ganze Zeit fressen. Das ist total lustig. Wenn die hinterm Busch steht, dann ist die verschwunden. Man sieht die nicht mehr. So ein Riesenelefant versteckt sich hinterm Busch und ist verschwunden. Und genau das machen Claudia und ich jetzt auch. Verschwinden. Es war nämlich ein ganz schön langer Tag. So, und jetzt will ich nur noch eins. Essen. Sie fürchtet sich nicht, sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks. Gewinnt ihr Vertrauen, nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann.